Ist der Jules le Juif Complice genauso gut wie der Tüte la Nuit? Wir finden's raus. Bis sofort. Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Heute haben wir mal ein kleines Päckchen hier im Test. Klein und unscheinbar. Wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann sehen wir da zwei kleine Beutelchen und zwei Zettelchen. Wir haben hier einmal den Jules le Juif Commune Rêve, oder wie man es ausspricht, und den Complice. Das Ganze ist, den Tüte la Nuit kennen wir ja schon. Commune Rêve ist Ananas, Rosmarin, Vanille, brauner Zucker, und der Complice ist Kaffee, Zitrone, Vanille. Wir gucken uns jetzt heute mal den Complice an. An dieser Stelle aber auch erstmal vielen, vielen Dank an die Jungs und Mädels von Jules le Juif, die mir das Probierpaket einfach zugeschickt haben. Wir testen das Ganze jetzt einfach mal entspannt. Wir bauen uns das Ganze hier mal im Magic Mushroom, beziehungsweise ich baue das schnell. Dann gucken wir uns Geruch, Schnitt, Feuchtigkeit und den ganzen Kram an und sehen uns sofort wieder. So, das Köpfchen ist gebaut. 14 Gramm sind im Magic Mushroom. Wir sehen hier, der Schnitt ist so, wie ich es eigentlich immer sehr, sehr gerne mag. So ein mittelfeiner Schnitt, würde ich sagen. Nicht zu fein, nicht so breich, sondern wirklich noch mit ein bisschen Material dahinter, sage ich mal. Feuchtigkeit wirkt sehr, sehr gut, aber das war ja auch bei dem Tüte la Nuit sehr, sehr angenehm. Da kostet übrigens die Dose 20,90 Euro mit 150 Gramm. Das wird da genauso sein, beziehungsweise ist da genauso, solange es eben noch die 150 Gramm Dosen gibt. So, aber vom Geruch her hat was sehr Karamelliges, muss ich sagen. Nehmen wir nochmal den Zettel dazu. Also Kaffee auf jeden Fall. Wie so ein Eiskaffee, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist da auch schon die Vanille drin, versteckt, nenne ich mal. Zitrone rieche ich jetzt nicht raus. Das ist aber ja auch gar nicht schlimm. So, wir machen das Ganze mal hier auf die Pfeife. Geraucht wird das Ganze auf der Aeon Edition 4 Lounge mit, wie gesagt, dem Hokain Magic Mushroom und dem Callout Lotus 1 Plus Violis. Als Kohlen wieder 2,5-27er Corporation. So, Köpfchen ist an. Der Kaffee kommt sofort von Anfang an. Die Vanille ist auch gut drin. Hat so ein bisschen so die, wenn ihr ein Kaffee-Eis oder ein Eiskaffee, also entweder Kugel, Kaffee, Eis oder ein Eiskaffee, ihr wisst, was ich meine. So die Geschmacksrichtung ist es. Die Vanille geht auch so in die Vanille-Eis-Richtung. Leicht cremig war zu erwarten bei Kaffee und Zitrone. Kaffee und Vanille, Entschuldigung. Von der Zitrone schmecke ich aber tatsächlich nichts. Naja, so Zitrone kommt nicht, zumindest nicht präsent raus. Kann sein, dass sie im Unterton irgendwo mitschwingt, aber das wäre jetzt keine Note, wo ich sage, die ist definitiv präsent zu schmecken. Aber in Sachen Hitzeverträglichkeit gibt es schon mal gar keine Probleme. Also ich habe jetzt mit 2,5-27ern angeraucht. Jetzt habe ich gerade die halbe Kohle quasi runtergemacht. Könnt jetzt wahrscheinlich auch, jetzt mache ich hier mein Deckelchen offen drauf, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Es ist ein cremiger Kaffeetabak, aber eben nicht zu cremig. Also er ist nicht unangenehm, er ist nicht anstrengend, sondern eher sogar, also ich würde ihn sogar als Sommertabak so ein bisschen einschätzen. Ich werde den mit Sicherheit mir als Dose holen und dann mal mit ein bisschen Supernova oder ähnlichem rauchen. Dann habt ihr so einen richtig schönen Eiskaffee. Aber der ist auch so schon echt angenehm frisch, also nicht kühl in dem Sinne. Wobei ich mir einbilde, dass es eine ganz minimale Kühle ist. Das könnte aber tatsächlich von der Zitrone kommen. Aber er ist schwerstens lecker. Ohne Wenn und Aber. Also er ist wirklich, wirklich gut. Da auch nochmal Hut ab an die Jungs und Mädels von Jules le Juif. Aber auch mal ganz kurz zu der Story, wie ich zu dem Päckchen jetzt kam. Da echt nochmal vielen Dank. Die Jungs und Mädels sind wirklich super korrekt. Ich hatte ja das Review über den Tüte la Nuit gemacht und habe es natürlich verlinkt bei Instagram. Und dann haben sich das Video sogar angeschaut und haben sich dafür bedankt und gefragt, ob ich Bock hätte, auch die anderen zu testen, die anderen zwei Sorten. Natürlich hatte ich Bock, ja. So, also den Commune Rêve, ich werde es wahrscheinlich vollkommen falsch aussprechen, egal, den werden wir natürlich auch noch testen. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall der Complice. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei von drei Sorten getestet und alle drei sind wirklich grandios. Zudem, ich wohne ja hier nicht weit von Wiesbaden und Frankfurt weg, also auch Mannheim ist nicht weit weg und da kommt dieser Tabak her. Also support your local Tabakhersteller.
An dieser Stelle, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr den Tabak auch schon kennt oder ob ihr vielleicht auch andere Sorten kennt, die man dagegen mal testen sollte irgendwann. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Aktiviert die Glocke. Kommt natürlich auch gern in den Discord-Channel. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann, ja, habt Spaß. Bleibt gesund. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao.